Willkommen bei Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Wenn ihr mehr Tipps und Tricks zu Hyatt zum Beispiel hören wollt oder zu anderen Hotelgruppen, dann solltet ihr nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, damit ihr keine Tipps und Tricks verpasst. In der heutigen Sendung geht es um Hyatt, wie ihr den Hyatt-Status 2024 bekommen könnt. Es ist der ultimative Guide, wie ihr auch mit den Punkten am meisten herausholt, wie ihr Punkte bekommen könnt, ohne bei Hyatt zu übernachten, wie ihr die Punkte dann auch am Ende ausgibt und wie ihr die Milestones Rewards, also etwas, was dieses Jahr wieder erneuert worden ist und verbessert worden ist, zu euren Gunsten nutzen könnt, um Travel Hacking 2.0 zu machen und ein Leben in der Suite habt ohne Kosten im Gegensatz zu anderen Gruppen. Denn die Vorteile bei Hyatt sind zum Beispiel, dass Hyatt in meinen Augen sehr konsistent ist, wenn es um die Erbringung der Leistungen ist. Heißt zum Beispiel Frühstück, Suite Upgrade, aber auch Lounge-Zugang. Da gibt es nicht so viel Verwirrung wie bei anderen Marken. Wenn wir uns das angucken, gibt es auch noch das Thema, dass zum Beispiel das Parken bei Globalisten auf Punkten zum Beispiel oder beziehungsweise bei jedem auf Punkten gewaved wird. Das gibt es nicht bei Marriott, das gibt es nicht bei Hilton und das gibt es nicht bei IHG. Auch was es nicht gibt bei denen ist es zum Beispiel, dass die Resort-Fees, die sogenannten Junk-Fees, gewaved werden. Das sind alles Vorteile in meinen Augen, die da bei Hyatt sind. Gut, wir müssen natürlich sagen, früher hieß es Gold auf Passport, nicht alles ist Gold, was Gold glänzt und wie Gold glänzt. Aber ihr wisst ja, das Positive überwiegt. Wir haben keinen großen Fußabdruck in Europa. Auch da gibt es Verbesserungen jetzt gerade durch die Lindner Hotels im deutschsprachigen Raum. Wir haben dann als Nachteil, dass der Explorist-Status nicht wirklich ein echter Status ist, in dem Sinne, dass er so viel bringt wie bei 30 Nächten, zum Beispiel vergleichbar zu dem Status, dem Platin bei Marriott mit Loungezugang. Dafür ist die Lounge ja bei denen sehr inkonsistent. Auch gibt es in meinen Augen, da sind den Vorteil, das ist wieder etwas, was ein guter Vorteil ist gegenüber den Nachteilen, dass die Preisliste nicht wirklich dynamisch ist. Auch das schauen wir uns in dieser Sendung wirklich mal ganz genau an, damit ihr wisst, wie ihr zum Beispiel mit den richtigen Kreditkarten in den USA, ach ja, ein Nachteil ist, es gibt eigentlich keine Kreditkarten für Hyatt außerhalb der USA, aber trotzdem an diese amerikanischen Kreditkarten rankommt, als Nicht-US-Bürger, als Leute, die nicht in den USA leben. Ich selber habe die Karten und ich habe sowohl diese Karte hier und ich suche gerade die andere und ich habe auch diese hier, kann ich euch zeigen, weil die Nummer Gott sei Dank nicht vorne drauf ist. Aber ich habe auch die Hilton-Karte. Also grundsätzlich, wenn ihr zu Hilton oder zu Marriott oder Bonvoy oder sonst was Fragen habt oder zu den Kreditkarten in den USA habt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu machen. Ich kann es nur wiederholen. Lasst uns dann noch direkt einsteigen, wenn ihr die amerikanischen Kreditkarten habt. Da gibt es mit Chase zum Beispiel nicht nur die Karte, die ich euch gezeigt habe, sondern es gibt auch die Ink-Karte. Wo habe ich sie? Ich habe zu viele Karten auf dem Tisch liegen, aber die kann ich euch nicht komplett zeigen, weil da meine Kartennummer drauf ist, deshalb nur kurz rein. Also eine interessante und spannende Sendung, die heute kommt. Hoffe ich zumindest. Also kommentiert, Kanalmitgliedschaft. Lasst uns anfangen mit einem kleinen Überblick über die World of Hyatt Programmpunkte. Als erstes muss man natürlich schauen, auch welche Hotels es gibt. Es gibt Hyatt Hotels in 60 Ländern, 1000 Stück und mehr. Es werden täglich mehr. Mr. und Mrs. Smith ist zum Beispiel dazu gekommen. Deshalb lasst uns auch über die einzelnen Marken sprechen, damit eure Erwartungen gegenüber den Hotels auch gerechtfertigt sind und dass ihr auch entscheiden könnt, wann ihr wo Punkte einsetzen wollt. Ob ihr einfach Punkte einsetzen wollt in einem Luxushotel, weil ihr wirklich mehrere Nächte vor Ort seid und auch das Hotel genießen wollt, quasi ein Resort. Oder aber wenn ihr sagt, nein, ich möchte nur kurz am Flughafen übernachten und dippen, ob vielleicht dann es Sinn macht, in einem Hotel zu übernachten, was vielleicht nur 3.500 Punkte kostet im Vergleich zu einem, was 20 oder 30 oder 40.000 Punkte kostet, wo ihr also wirklich den Value bekommt. Hyatt hat sich als einer der beliebtesten Hotelketten bei Prämienreisen etabliert.
Und man muss natürlich sagen, dass Hyatt nicht wirklich die globale Präsenz hat wie andere Marken. Aber ich finde, sie holen wirklich auf. Als ich 2008 meine Journey bei Hyatt angefangen habe, bestand die Welt wirklich nur aus den Hyatt-Kernmarken oder wie sie es nennen, aus der Timeless Collection. Deshalb machen wir direkt einen Deep Dive, wie man so schön im Englischen sagt, in die Markenwelt. Und ich gehe mal ein bisschen auf die Marken ein, auch auf die neuen Marken. Und ich gebe euch einen Ausblick, welche Marken noch in der Pipeline sind. Als erstes ist wirklich die Timeless Collection zu erwähnen, wie ich es sagte. Und Park Hyatt ist die Luxusmarke mit nur 45 Hotels in 25 Ländern. Die Standorte sind, also die meinen Augen, Favorithotel war Sydney und New York, aber auch tropische Ziele wie die Malediven und St. Kitts. Man kann sie eher so als Wettbewerber sehen von Ritz-Carlton, St. Regis oder aber auch Four Seasons. Das wäre in meinen Augen so diese Spiel- und Ballpark-Geschichte, also vom Service her top-notch. Grand Hyatt sind 62 Hotels in 28 Ländern. In Deutschland haben wir zum Beispiel das Grand Hyatt Berlin und wir haben Wettbewerber da, Interconti, Fairmont, JW Marriott und das Conrad. Die Standorte sind grundsätzlich Großstädte, Strandziele und aber auch Flughafenstandorte in den Vereinigten Staaten. Hyatt Regency, das ist wohl mit Abstand die Marke, in der ich am meisten, glaube ich, übernachtet habe, aber da muss ich nochmal genau gucken. Da sind es 241 Hotels in 212 Städten, bekannt für Konferenzen und Veranstaltungen, aber natürlich auch für Freizeit- und Urlaubsreisen. Wer also da hofft, dass er da auf seine Kosten kommt, der kommt auf seine Kosten, vor allem wenn ihr im Regency eure Seminare oder irgendwelche Veranstaltungen habt, dann habt ihr wirklich beides aus beiden Welten. Heißt also einmal eine interessante Arbeitsumgebung, aber auch Erholung in Masse. Also das ist ein geiles Ding in meinen Augen. Hyatt, das ist so eine Hybridlösung gewesen, in Anführungsstrichen, wo man alles unterbringen wollte, was bei Hyatt nicht reingepasst hat. Damals, jetzt hat man das so ein bisschen geändert. In Abu Dhabi zum Beispiel erinnert ich mich an das jetzige Anders, was 5 Jahre feiert. Das ist das Hotel, was am meisten zurückgelehnt ist, so wie der Turm von Pisa. 18 Grad, deshalb ist der Check-in auch im 18. Stock. Ich liebe das Hotel, ich bin da oft gewesen. Die haben nämlich als Hyatt aufgemacht, weil da nichts, weil die nicht gepasst haben in diese Timeless Collection und sind jetzt quasi seit 5 Jahren anders. Aber die Marke kommt später, also aufpassen bei der Boundless Collection. Davon gibt es 13 Hotels, 7 Stück in den USA. Und das ist ein Freizeit- und Tagungshotel mit komfortablen Zimmern und flexiblen Arbeitsbereichen. Und das kann ich nur unterstreichen. Hyatt Vacation Club, das sind Timeshare- und Ferienwohnungen mit 21 Standorten in Nordamerika. Interessant ist natürlich auch, dass es keine täglichen Reinigungen gibt, aber auch keine Hyatt-typischen Vergünstigungen gibt. Ich persönlich habe in einigen von den Vacation Clubs übernachtet, zum Beispiel in Sedona, Wahnsinn. Also ich mag an denen, dass es ja wirklich Apartments-Style ist. Also man hat seine eigene Kitchenette, man hat da viel Platz, gerade wenn man mit Kindern reist. Wir haben das damals gemacht in Kalifornien, da sind wir auch in einem Timeshare gewesen. Denkt dran, da gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel für $199 3 Nächte zu verbringen. Aber ihr müsst zu einer Verkaufsveranstaltung. Da muss man halt nur hart sein. Und da könnt ihr auch wirklich nur hingehen, wenn ihr wirklich Nein sagen könnt. Ach ja, mit Kindern dürft ihr da nicht hin. Also das heißt, wenn ihr Kinder habt, die mögen, sprechen euch da gar nicht an. Das nur so als Tipp. Dann geht es weiter mit dem Hyatt Place. Das Hyatt Place hat 421 Hotels in 331 Städten. Marktbegleiter wären da Hilton Garden Inn, Courtyard bei Marriott, Spring Hill Suites und natürlich auch kostenloses Frühstück. Wenn ihr in Frankfurt seid, ich kann euch das Hyatt Place nur empfehlen, denn das Hyatt Place in Frankfurt ist eins meiner Lieblingshotels mittlerweile, weil das Frühstück ist top-notch für so ein Hotel, was eigentlich
Select Services, das heißt also quasi kein Luxus. Aber da muss ich euch ehrlicherweise sagen, Top Hotel, sprecht mich an, wenn ihr eine Sonderrate haben wollt. Wir haben mit FT Circle da die Leverage-Rate, die wir buchen können. Also insofern gerne per WhatsApp anschreiben. Ihr findet meine WhatsApp-Nummer auch unten in der Kommentarspalte und könnt da natürlich den Kanal so unterstützen, indem ihr viel Werbung für uns macht. Finanziell bekommen wir natürlich da leider nichts. Na, aber ich mache es gerne, ich buche gerne für euch. Eine weitere Marke ist das Hyatt House. Das haben wir in Eschborn zum Beispiel. Ich bin kein großer Fan von Hyatt House, weil Hyatt House in 115 Städten ist es mehr für so eine Langzeitgeschichte in 135 Hotels. Ist ähnlich wie Homewood Suites und Residence Inn. Haustierfreundlich natürlich, aber es sind meistens in den USA konvertierte Hotels gewesen. Das ist eine Kette, die man aufgekauft hat, hat man dann Hyatt House genannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die früher hießen. Und ich habe immer kokett gesagt, das ist Hyatt Place, aber in blau und ein bisschen in runtergekommen. Aber das stimmt jetzt auch nicht mehr so ganz, weil viele Hotels natürlich renoviert worden sind oder aber auch Neubauten da gekommen sind. Also es ist nicht nur eine Marke zum Konvertieren. Das heißt also, dass man aus einem Hotelmarke, die nicht bei Hyatt war, dann eine Hyatt-Marke macht. Das gibt es sehr oft zum Beispiel, dass man damit versucht, dann solche Marken zu kreieren, wo Hotels, die halt nicht extra für diese Hotelgruppe gebaut sind, auch reinpassen. Aber dafür gibt es auch die Boundless. Aber ach, da kommen wir später zu der Boundless Collection. UrCove, das ist etwas, wo wir etwas länger drüber sprechen müssen. UrCove ist bei Hyatt, so heißt der Name, ist für chinesische Reisende konzipiert, 29 Hotel in Mainland China oder Festland China heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Wenn ihr wisst, wie das heißt, kommentiert es unten. Wirklich, ich sage Mainland China. Diese Hotels haben eine Besonderheit, weil sie wirklich nicht für andere Nationalitäten sind. Und das ist natürlich etwas, was für den einen oder anderen ein Problem darstellt. Wenn man nämlich da auf der Webseite bucht, gibt es da keine Info drüber. Geht hin, zeigt dann seinen Pass und die so, nee, kommst nicht rein. Warum, wieso, weshalb? Kann ich euch leider nicht sagen. Deshalb wäre so ein Hinweis auf der Webseite nicht verkehrt, wo man sagen würde, kommst nicht rein, du brauchst einen chinesischen Pass. Jetzt haben wir die Timeless Collection durch. Wir können jetzt zu der Collection kommen, die sich dort Boundless Collection nennt, weil sie etwas ist, die nicht in diese Kernmarken reingepasst hat bei Hyatt. Und gerade da macht man jetzt sehr viel mehr Hotels, die uns natürlich auch den Vorteil bringen, dass wir wesentlich mehr Spaß haben. Und den Anfang macht... I'm on my way to Miraval for a week. Genau, Miraval Hotels. Und bei Miraval ist es so, dass man diese vielleicht kennt von Opera, von den Kardashians, so wie ihr es gerade gesehen habt, weil diese Hotels auch wirklich top-notch sind. In Arizona zum Beispiel, das war das erste Hotel, ich habe es nicht geschafft, dort zu übernachten. Da will ich unbedingt mal hin. Also insofern, das sind Hotels, gerade bei Miraval, die in meinen Augen für Gesundheit, Wellness im Fokus haben. Standorte sind neben Arizona, aber auch Massachusetts, Texas. Und ein neuer Standort ist sogar in Saudi-Arabien von Bedeutung, weil dort wird ja eine Feriendestination aufgebaut. Also ein Ziel, wo man wirklich mit Fokus auf Geist und Seele sich freuen kann. Die nächste Marke ist Alila. Das sind 18 Boutique-Hotels in 8 Ländern. Der Fokus ist auf luxuriöse Unterkünfte in naturnaher Umgebung. Und die sind überwiegend in Asien. Und es gibt auch einige Standorte in Kalifornien. Mein Go-To-Hotel ist, wenn ich nach Karlsbad will, ist das Alila in Encinita. Genau, das liegt perfekt am Pazifik. Wunderbarer Blick. Manchmal erschrecke ich mich mit dem Preis, aber das ist ein Hotel, wo es wirklich Sinn macht, dort mit Punkten zu zahlen, zumal sie ja auch gerade von der Kategorie 8 auf die Kategorie 7 runtergestuft worden sind und man dort auch dann den Cut 1 bis 7 Voucher nutzen kann, wo man dann am meisten Bang for the Buck bekommt. Denn wenn eine Nacht mal gerne 800 oder irgendwas Euro kostet, ist der Voucher das Richtige. Aber gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Die nächste Marke, die wir hier natürlich haben, das ist das Anders. Da habe ich ja schon was zu gesagt über das Anders in
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Andaz Hotels gibt es 28 Stück in 17 Ländern. Es ist eine Verbindung von Luxus, Lifestyle, Fokus auf die lokale Kunst und Kultur. Und ja, es hängen da sehr viele Schinken an der Wand, wenn man etwas despektierlich über die Bilder reden möchte. Kunst ist etwas, das wisst ihr auch, wenn ihr mir lange folgt. Glas und Kunst, ja, okay, aber nicht zusammen. Das heißt also, ihr habt da einen absoluten Service mit Luxus, aber auch Restaurants und ein Fitnessstudio, was sich in meinen Augen in jedem Hotel natürlich bewährt. Am liebsten mag ich, wenn es einen Swimmingpool hat. Dreams Hotels kommt gleich zuerst, oder Dream, zuerst kommt noch Thompson Hotels. Die haben 18 Hotels in 16 Städten. Ich war in Los Angeles, in Hollywood, in dem Thompson Hotel. Es hat mir sehr gut gefallen, weil es meistens neue Hotels sind und die auch wirklich einen Luxusstandard haben, in hotten, hippen Locations sind und in meinen Augen auch ja, eine Reise wert. Also es ist wirklich ein Erlebnis, wenn man auf dem Rooftop in L.A. dort sitzt und sein Frühstück hat. Richtig geil. Dann habt ihr vielleicht auch so einen Blick wie hier mit dem Sonnenaufgang. Es ist 5:50 morgens hier in Tallinn. Wer auf die Dream Hotels gewartet hat, ist richtig bei mir, denn ja, die 5 Hotels, die es gibt, sind in New York, Nashville, Miami und Hollywood. Das ist übrigens direkt neben dem Thompson Hotel, selber Inhaber. Das ist eine Lifestyle-Marke mit Fokus auf Design und Individualität. Die gefällt mir fast noch ein bisschen besser vom Design her als Thompson, wobei das jetzt wirklich ein kleiner Unterschied ist, wenn man im Design schaut. Aber preislich sind sie meistens etwas günstiger. Hyatt Centric ist auch so eine Marke, die versucht, einige Sachen unter der Marke unterzubringen. Zielgruppe sind Millennials und jüngere Reisende. Ich falle nicht in Millennials rein. Ich bin ja, glaube ich, Generation X, wenn ich das richtig, aber ich habe da den Faden verloren. Da gibt es wirklich 57 Hotels in 53 Städten mit lokalen inspirierten Details. Das Centric, was ich zum Beispiel mag, das ist in Mailand. Übrigens selber Besitzer wie in Frankfurt, das Hyatt Place. Und es gibt noch ein Centric, was ich besucht habe, was ich auch toll fand. Das war in Los Angeles, wenn man weitergeht, runter. Da hat man dann auch noch mal ein sehr schönes Hotel. Was haben die, einen Pool? Ja, die haben einen Pool dort. Also insofern dort immer hingehen, L.A., da gibt es viele Hotels. Die letzte Marke aus der Unbound Collection ist ein Caption by Hyatt. Das ist eine Lifestyle-Marke mit ungezwungener Atmosphäre. Das nennt man dann so, wenn man halt ein Hotel im unteren Segment hat. Das ist ein Select Service, so wie Hyatt Place und Hyatt House auch. 2022 hat in Memphis das erste Hotel eröffnet. Da als Thema. Aber es geht weiter bei den Hyatt Hotels mit der Boundless Collection. Die Boundless Collection ist eigentlich so das loseste Konglomerat, wo die Standards am wenigsten einheitlich sind und die Hotelgebäude wirklich faszinierend sind. Ich kann euch nur noch mal den Hinweis geben, schaut euch mein Review an über das Hyatt in Budapest. Da sagt es zumindest der Kollege auch richtig, wie es heißt. Also das ist ein Hotel, top-notch, top-Gebäude. Und das ist in der Unbound Collection. In der Unbound Collection gibt es 40 Boutique-Hotels in 39 Städten. Das sind historische Wahrzeichen und in der Tat einzigartige Erlebnisse. Also da solltet ihr auf jeden Fall schauen. Die sind richtig geile Hotels. Weiter geht es dann bei Destinations mit Hyatt. Das ist auch eine Kette, die aufgekauft worden ist von Hyatt. Und das sind Boutique-Kette mit individuellen Hotels und Resorts. Standorte sind Colorado, Hawaii, Europa und andere US-Bundesstaaten. Natürlich, war ich in Arizona oder in Kalifornien in Destination Hotel. Man merkte schon, dass das vorher eine andere Kette war. Aber es ist halt relativ cool. Make our destination yours. Ihr merkt, es gibt bei Hyatt wirklich viele Marken. Joie de Vivre muss ich euch als letztes im Detail vorstellen, weil Joie de Vivre
ist eine Marke, die die Lindner Hotels zugeordnet bekommen haben. Und die Lindner Hotels sind natürlich für uns in gerade Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Bereicherung und in anderen Städten. Deshalb blende ich euch jetzt auch noch zusätzlich mal die Karte ein. Bei den Lindner Hotels ist es so, die sind 57 Hotels in 45 Städten. Das sind lebendige, unabhängige Hotels, die das urbane Umfeld widerspiegeln. Und gerade wirklich mit den Lindner Hotels ist Me and All in Hannover oder aber auch in anderen Städten, finde ich, eine geile Addition. Und ihr seht hier, wie viele Punkte es gibt. Deshalb eine Marke, die ihr wirklich anschauen solltet. Und sie sind im Moment auch günstig zu bekommen. Heißt also von den Punktewerten her relativ easy. Berlin-Kudamm habe ich zum Beispiel übernachtet. Also auch hier Top-Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen, gerade für Deutschland. Jetzt sagt ihr natürlich, alles lang, aber ich muss darauf eingehen und deshalb gehe ich da relativ verkürzt jetzt ein. Das sind die All-Inclusive-Marken, die es bei Hyatt gibt. Und die ersten, die man nennen muss, das sind Ziva und Zilara. Und diese Marken sind natürlich auch relativ, ja, neu sind sie auch nicht mehr. Sind jetzt ein paar Jahre da. Das eine ist familienfreundlich, das andere ist, ich will nicht sagen familienunfreundlich, aber es ist halt ein Adult-Only-Hotel. Dann gibt es noch andere Marken, die auch all-inclusive sind. Das ist Impression, Suitry, Secret, Breathless, Dreams, Hyatt Vivid, Alua und Sunscape. Das sind alles Hotels, die bei Hyatt all-inclusive sind, heißt also auch etwas teurer sind. Mexiko wären zum Beispiel Standorte jetzt, aber auch im spanischen Bereich gibt es neue davon. Also wir haben da auch in Europa welche bekommen und in Asien. Die neueste Marke, ja, es ist jetzt keine Hyatt-Marke, ist Mr. and Mrs. Smith. Da müssen wir nochmal ganz genau im Detail hinschauen. Dann schauen wir uns das Ganze nämlich mal wirklich an. Wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man das ja, dass über 700 Mr. and Mrs. Smith Hotels an World of Hyatt teilnehmen, am Bonusprogramm, und man bekommt aber nicht alle Vorteile, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, und sie sind auch teilweise teuer erkauft. Man bekommt 5 Basispunkte für die Zimmerrate, das ist okay, man bekommt Bonuspunkte, man bekommt Zimmerraten, die halt wirklich für den Status zählen, Guthaben für den Mitgliederstatus und Milestones-Prämien, Gratisnächte in Hyatt-Hotels, aber auch in den teilnehmenden Mr. und Mrs. Smith-Hotels. Die Einlösung der gesammelten Punkte ist allerdings hier etwas teurer, muss man ehrlicherweise sagen. Also der Value ist in meinen Augen nicht da, die sind dafür zu teuer. Und weiter geht es, dass das Zimmer-Upgrade für Globalisten beim Check-in je nach Verfügbarkeit. Es gibt dafür auch natürlich das Guthaben für die Brand Explorer Prämie. Wie ihr gesehen habt bei den Bildern vorher, die ich euch gezeigt habe, das ist mein Brand Explorer. Jede Marke, die einen Haken hat, die hatte ich schon besucht. Also insofern zählt es da. Spannend ist mit dem Brand Explorer, wenn man 5 Marken zusammen hat, immer wieder, und leider zählt das nur Lifetime, also nicht jedes Jahr resettet, bekommt man eine Freinacht in der Kategorie 1 bis 4. Wir haben dann bei Mr. und Mrs. Swiss nochmal den Hinweis, die haben ein eigenes Programm. Ja, also da könnt ihr mal schauen, ob die nicht vielleicht billiger sind. Ich persönlich habe aus meiner Erfahrung von den SLH-Hotels, die ja jetzt zu Hilton gegangen sind, den Schluss gezogen, dass ich bei SLH den höchsten Status mir geholt habe, dadurch, dass ich da sehr oft in Helsinki geschlafen habe, zum Beispiel im Lila Roberts, da sind sie aber auch jetzt raus bei SLH. Und das ist bei Mr. und Mrs. Smith genauso. Die Hotels sind top, aber der Status ist da jetzt nicht wirklich so von Vorteil, wie wir es bei Hyatt kennen. Etwas enttäuschend leider, und deshalb muss ich nochmal hinweisen, ihr bezahlt das Upgrade. Also wenn ihr die Zimmerkategorien vergleicht, und so war das auch bei den Freunden von SLH, ihr habt das Upgrade mitbezahlt, ihr habt das Frühstück im Prinzip bezahlt. Es ist nichts, was ihr kostenlos bekommt. Also ihr könnt auf der Seite wesentlich günstiger buchen. Und wenn man den Invited-Status hatte, glaube ich, ist der höchste bei SLH, dann gab es das auch, das Frühstück. Also das heißt, man hat mit wenigen Nächten da den höchsten Status gehabt, aber mehr Vorteile gehabt als mit der Hyatt-Karte. Gut, damit haben wir jetzt wirklich die Hotelmarken durch. Und ich habe noch mal geschaut, was ich euch sonst dazu noch sagen muss. Gar nichts. Ach ja, der Mitgliederclub als bei Mr. and Mrs. Smith, der heißt übrigens Smith Club, wie der Name zu sagen pflegt.
Smith's Club. So ist es richtig. Eine Marke, die noch neu kommt bei Hyatt, das ist Hyatt Studios. Das ist eine Hotelmarke, die wirklich im untersten Bereich ist für Langzeitaufenthalte. Die haben einen Grab-and-Go-Markt, also das heißt etwas, wo man wieder Geld bezahlen muss, kein Frühstück inklusive, höchstwahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, wie das Konzept sich wirklich da ausrollt. Und das nächste Hotel, was eröffnet, ist nicht wirklich so ganz raus, weil es gibt noch keine geöffneten Standorte. Ich habe nochmal schnell geguckt. Nein, ich habe keinen Standort, weil Memphis war ja eigentlich Caption, also insofern. Als Fazit bleibt nur hier zu sagen, dass Hyatt wirklich für jede Portemonnaiegröße ein Hotel anbietet. Vielleicht nicht bei euch vor der Haustür oder aber direkt irgendwo. Aber gerade diese Markenvielfalt von Hyatt macht Hyatt so super interessant in meinen Augen, dass man halt wirklich von diesen Basic Hotels Select Service, wie es halt im Fachjargon heißt, bis hoch in den Luxusbereich gehen kann. Da gibt es in meinen Augen alles, was das Herz begehrt. Und ich begehre meistens Luxus. Aber da erzähle ich euch, wie ihr da reinkommt mit einfachen Methoden. Und nun kommen wir zu den Statusstufen. Und natürlich, wie immer, ist es nicht ungewöhnlich, je höher der Status ist, desto mehr Vorteile, desto mehr Punkte gibt es. Und die erste Statusstufe, die es bei Hyatt gibt, ist der Status Member. Das ist der Status-Level, wo man direkt Punkte sammeln kann und natürlich auch Punkte ausgeben kann. Das wird quasi jeder. Wer 10 Nächte hat, bekommt den Discoverist oder 25.000 Basispunkte. Vorteile beinhalten natürlich den Check-in und den späten Check-out, aber auch kostenloses Internet und mehr. Dann gehen wir weiter zum Explorist. Den gibt es ab 30 qualifizierenden Nächten oder 50.000 Basispunkten. Damit habt ihr dann den Explorist-Status. Wer dann 60 Nächte oder 100.000 Basispunkte hat, der bekommt den höchsten Level. Das sind die 60 qualifizierenden Nächte oder 100.000 Basispunkte. Natürlich sind das garantierte Verfügbarkeiten, kostenlose Frühstück, Suite-Upgrades. Mit 1 Million Lifetime-Basispunkten gibt es auch den Lifetime-Globalist-Status, der genau die gleichen Vorteile bringt. Ich gehe dann gleich nochmal drauf ein, was es als Vorteile gibt. Und da können wir dann nochmal gerne schauen. Und du weißt ja, wenn du den Lifetime Globalist hast, hast du halt den Vorteil, dass du nicht nur den Globalist Lifetime hast, sondern du kriegst alle Vorteile immer wieder. Das heißt also, du brauchst gar nicht mehr die 60 Nächte voll zu machen, was aber doof ist, weil dann kannst du die Vorteile ja nicht mehr nutzen. Es gibt alles, was der Globalist bekommt. Lasst uns auf meine Lieblingsvorteile eingehen. Ich kann nicht alle Vorteile besprechen, aber mein Lieblingsvorteil ist zum Beispiel, dass es mehr Punkte gibt, je höher der Status ist. Wenn ihr Member seid, gibt es noch keinen Bonus, aber wenn ihr den ersten Status habt, dann bekommt ihr 5 Basispunkte für jeden ausgegebenen anrechenbaren US-Dollar. Wenn ihr dann Discoverist seid, dann bekommt ihr 10% Bonus für alle anrechenbare Einkäufe, wie sie es nennen. Heißt also, aus den 5 Punkten, da gibt es dann 10% Bonus. Wenn ihr dann weitermacht, dann geht es mit dem Explorist 20% Bonus und als Globalist, aber auch als Lifetime Globalist 30% mehr Punkte. Das ist doch mal ein geiler Vorteil. Und was auch ein Riesenvorteil ist in meinen Augen, ist es, wenn man im Hotel überrascht wird mit solchen Upgrades, zum Beispiel, dass man eine Suite bekommt oder man bekommt ein Zimmer, was irgendwo höher ist oder noch oder nöcher. Deshalb gucken wir uns nochmal die Upgrade Policy an, die in meinen Augen sehr großzügig ist. Ab Discoverist kriegt ihr ein bevorzugtes Zimmer innerhalb des gebuchten Typs. Wenn ihr Explorist seid, gibt es ein Zimmer Upgrade. Ausgenommen sind die Suiten und Zimmer mit Zugang zur Club Lounge. Zu den Vorteilen gehören bei den Zimmer Upgrades natürlich auch die 20%, ganz klar, die ihr bekommt. Aber die Zimmer sind halt auf höheren Etagen, bessere Aussicht. Ihr bekommt eventuell sogar auch ein Eckzimmer. Also etwas, was nochmal besonders toll ist, wie ihr hier seht, habe ich hier auch ein Eckzimmer. Und es ist wesentlich ruhiger, weil halt kein Aufzug, weil kein Gang, weil kein Gerenne
hier ist also insofern auch ein Riesenvorteil. Wenn ihr aber Globalist seid, dann gibt es direkt die Suiten. Und zwar, das sind Standard-Suiten, die ihr bekommen könnt bei Hyatt. Und das ist natürlich etwas, was in meinen Augen richtig top ist. Und wenn ihr sagt, ich möchte sicherstellen, dass ich eine Suite bekomme, dann könnt ihr entweder mit Punkten auf Suite upgraden. Das geht relativ easy und auch günstig. Oder aber ihr nehmt einen der Suite Upgrade Voucher. Denn wenn ihr Globalist seid, habt ihr 4 Stück. Und es gibt auch auf der Strecke mehr Möglichkeiten, diese mit den Milestones zu optimieren und mehr Voucher zu bekommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man bei Hyatt zum Beispiel auch garantierte Zimmer hat. Wenn man Explorist ist, hat man garantierte Verfügbarkeit 72 Stunden. 48 Stunden als Globalist, garantiertes Zimmer. Oh, da habe ich ein bisschen an der Kamera gewackelt. Sorry dafür. Ein Vorteil ist die garantierte Verfügbarkeit bei 48 Stunden beim Globalist, 72 Stunden beim Explorist. Ja gut, das ist natürlich schweineteuer. Die Rec-Rate zum Beispiel in Berlin während der ILA sind 900 Euro, weil halt wirklich nur noch die teuren Zimmer frei sind. Muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, ja, nee, ist jetzt ein bisschen teuer, habe ich noch nicht benutzt. Aber was ich regelmäßig nutze, ist der Clubzugang oder Frühstück. Auch als Explorist oder Discoverist könnt ihr diesen Vorteil nutzen, denn es gibt sogenannte Club Upgrade Voucher. Kommen wir also an bei den Milestone Awards. Dann kostenloses Parken bei Gratisnächten. Das ist etwas, was ein Globalist-Vorteil ist, der richtig Geld spart. 30, 40, 50 Euro pro Nacht bezahlen oder in Dollar 30, 40, 50 Dollar. Habe ich schon alles gehabt. Ich habe, glaube ich, sogar 60 Dollar für Parken bezahlt. Das war das Teuerste, was ich jemals bezahlt hatte. Das wäre bei einer Freinacht. Und deshalb buche ich auch strategisch Freinächte, wenn ich Hotels mit Parken buche in Amerika, wo ich davon dann partizipieren kann und sparen kann. Also ein wirklicher Vorteil. Und was auch ein Vorteil ist, ist der Zugang zu bevorzugten Zimmern, bevorzugtes Zimmer oder bevorzugter Zugang zu Zimmern. Klingt etwas merkwürdig im Deutschen, deshalb muss ich selber noch mal gucken und es ist ein Zungenbrecher. Ist, dass das Zimmer halt schneller fertig wird. Wenn ihr kommt, dann wird das Zimmer auf Priority gesetzt zum Clean. Und wenn ihr halt die Anreise vorher nennt, und das ist deshalb wichtig, dass wenn ihr Hotelbuchung macht, auch immer eure Anreisezeit ungefähr sagt oder vielleicht sagt, mit welchem Flug ihr kommt, dass das Zimmer und alles präpariert ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich trinke kein stilles Wasser, bei mir wird sehr oft das ausgetauscht gegen Mineralwasser, also Sprudelwasser. Und das können die dann sicherstellen, wenn halt mit dem Status alles da ist, weil man dann natürlich nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legt. Dann muss man natürlich nochmal auf die Ressortgebühren zu sprechen kommen. Verzicht bei anrechenbaren Raten und Gratisnächten. Und da muss ich wieder Marriott, Hilton, aber auch IHG nennen. Die haben das nicht. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Da gibt es kein Vertun. Das ist etwas, was richtig Geld spart und auch Spaß macht, weil solche Ressorts-Fees, die läppern sich. Das sind Junk-Fees in meinen Augen, die wirklich nicht sein dürften. Und diese sind wirklich auch gewaved, also die werden nicht genommen, wenn man als Globalist bezahlte Punktenächte, Freinächte, irgendetwas hat, also für euch nie. Also nochmal ein weiterer Vorteil für den Status. Tipps zum Erreichen von Hyatt Statusnächten. Jetzt natürlich, wie ihr wisst, welche Statusvorteile es gibt, welche Status es gibt, ist es natürlich wichtig, wie könnt ihr diese Status bekommen und wie ihr da am besten strategisch vorgeht, um die Reitnächte zu bekommen, 30 Nächte Explorist oder 60 Nächte Globalist, die in meinen Augen wirklich die Sweet Spots sind, sind halt einmal Discoverist. Ja, der niedrige Status ist ein Sweet Spot in meinen Augen. Und der Globalist. Der Explorist ist jetzt nicht ganz so für die Nächteanzahl interessant in meinen Augen, aber durch die Milestone Rewards wird er vielleicht wieder etwas wertiger. Also, da solltet ihr als ersten Tipp nehmen, strategische Planung der Nächte. Heißt also, ihr solltet schauen, dass ihr eure Reisen so plant, dass ihr möglichst viele Nächte in den Hyatt-Hotels verbringt und gerade bei den Hyatt-Hotels, wo sie auf dem Weg liegen, diese dann mitnimmt. Ein nächster Punkt, nutzt die World of Hyatt-Kreditkarte zum Punkte sammeln, aber auch um Statusnächte zu sammeln. Gerade die private Karte gibt euch direkt 5 und die Business-Karte gibt euch pro 10.000 Dollar 5 Nächte Umsatz. Die private gibt euch pro 5.000 2.
Aber das Thema Kreditkarte werden wir nachher nochmal gesondert besprechen in einem nächsten Punkt. Promotion und Angebote, da solltet ihr nach Angeboten Ausschau halten, die es gibt. Es gibt zum Beispiel manchmal doppelte Nächte, das heißt also, dass ihr gar nicht so viele Nächte übernachten musst, aber trotzdem die Statusvorteile bekommt, wie zum Beispiel doppelte Nächte, glaube ich, bei Ziva und Zilara diesmal gab und auch bei anderen Marken, die man promoten wollte. Auch bei Punkten solltet ihr schauen, wenn ihr zum Beispiel eure Handy-App benutzt, um die Zimmertüre zu öffnen, quasi ein Check-in damit spart und das über die App macht, dann könnt ihr mehr Punkte bekommen. Es gibt aber auch andere Promotions, die einem nochmal mehr Punkte geben. Und da solltet ihr halt wirklich Ausschau halten nach. Was auch noch bei Hyatt interessant sein könnte, sind zum Beispiel Status-Challenges, die es sehr, sehr selten gibt. Und da gibt es im Moment eine. Und wichtig ist auch, es gab schon mal, wenn man keine Challenge bekommt, weil sie nur für bestimmte Firmen sind, anrufen. Also man kann mal bei Hyatt anrufen und fragen, ob man da eine Challenge machen kann. Dann gibt es solche Sachen wie 90 Tage, 20 Nächte, um den Globalist-Status zu bekommen, was das Ganze natürlich wesentlich einfacher macht, wenn man gerade in diesen 90 Tagen auf Reisen ist und dann wirklich verstärkt bei Hyatt übernachten kann. Interessant ist bei Hyatt auch, dass die Aufenthalte nicht zählen, sondern nur die Nächte. Also da gibt es jetzt nicht mehr diese Vergünstigung, wie es früher das mal gab, 25 Aufenthalte oder 50 Nächte. Jetzt sind es grundsätzlich 60 Nächte für den Globalisten. Auch wichtig ist, dass ihr, wenn ihr solche Sachen macht, schaut euch die Status-Match-Möglichkeiten an bei American Airlines zum Beispiel. Da ist es eine interessante Partnerschaft. Da gibt es für Leute, die in den USA gemeldet sind, teilweise auch den Status direkt ohne irgendwas zu tun. Ich habe auch selber ein Angebot bekommen. Bei mir war es leider so, dass ich dafür hätte fliegen müssen, um das Angebot zu bekommen, war für mich jetzt nicht so feasible. Macht natürlich durchaus Sinn für die Fluggesellschaft, dass man den Status nicht raushaut. Aber einige haben halt wirklich auch den Concierge Key bekommen bei American Airlines als Hyatt-Gäste. Also insofern dort immer wieder aufpassen und vielleicht mit Glück dort was bekommen. Mir ist eh auch aufgefallen, gerade bei Hotelketten, wenn man in den USA gemeldet ist, dass man wesentlich mehr Vorteile bekommt als woanders. In den USA bekomme ich auch öfters Geschenke zugeschickt in Form von irgendwelchen, ich habe Golfhandtücher bekommen, ich habe Stifte bekommen, Gepäckanhänger, zum Beispiel mein Lifetime Titanium von Marriott, aber auch von Hyatt mal Golfbälle geschickt bekommen, weil ich in Indian Wells war, Golfresort, spiele aber keinen Golf, also insofern, da gibt es auch wesentliche Vorteile. Also auch nochmal ein Tipp, gerade wenn ihr eine Anschrift in den USA habt oder wenn ihr über uns amerikanische Kreditkarten haben wollt, dann könnt ihr das Ganze halt auch clever lösen und so direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Eine Möglichkeit ist auch der Founders Club. Der Founders Club ist etwas, wo man eine Mitgliedschaft hat für Entrepreneurs oder Kleinunternehmer oder wie auch immer, wie man es im Deutschen sagen würde, $595 pro Jahr. Es gibt auch eine Elite-Mitgliedschaft, die ich jahrelang habe. Aber das hat einen anderen Grund wegen anderer Vorteile, die ich in den USA nutze. Aber da gibt es auch Fast-Track-Möglichkeiten. Neben dem Hyatt-Fast-Track gibt es dort auch einen Fast-Track für verschiedene Fluggesellschaften, zum Beispiel wie American Airlines. Und ich muss nochmal auf die Kreditkarten kommen, denn gerade die Kreditkarten bei Marriott oder aber auch bei Hilton geben einen den Top-Status. Ja, ich habe diese Karten auch. Ich muss mal gerade rausfischen, wo ich sie habe. Und zwar hier einmal die Marriott Bonvoy und ich habe dann noch die Hilton. Das ist diese hier, die geben euch den Platin-Status oder den Diamond-Status. Aber diese Karten hier von Hyatt geben euch nur den Discoverist oder den Discoverist. Also insofern, da ist mit Kreditkarten nicht viel im ersten Moment zu machen. Das ist im ersten Moment für euch vielleicht auch dann so, das macht keinen Sinn. Doch, es macht Sinn. Denn wer bei Hyatt einen Status hat, hat sich den meistens hart erschlafen, hart hochgeschlafen und damit habt ihr nicht so eine Competition. Denn gerade wenn man bei anderen Marken schaut, da gibt es eine Schwemme an Status. Wer bei Hilton kein Diamond ist, der macht was falsch. Also da ist jeder Hilton der Diamond, der nicht bei drei auf dem Baum ist.
Oder bei Starwood, frühermals war es der Platinum, der höchste Status. Bei Merit ist es jetzt quasi der dritthöchste, weil danach kommt noch Titanium und da habe ich Lifetime, Gott sei Dank. Und es gibt noch den Titanium Ambassador. Aber er bringt Loungezugang. Aber das gibt es bei Hyatt wirklich nicht. Und deshalb, wenn man den Hyatt-Status hat, hat man also auch die Sicherheit, dass man nicht mit so vielen Menschen um die verfügbaren Zimmer-Upgrades und so weiter kämpft. Wir haben so viel über die amerikanischen Kreditkarten gesprochen. Jetzt lasst uns auf die Hyatt-Kreditkarte eingehen und warum diese Kreditkarte für euch unbedingt Sinn macht, wenn ihr Hyatt-Fetischisten, Loyalisten seid, so wie ich es bin, oder einfach nur Connoisseurs. Denn die Hyatt-Kreditkarten in den USA, die ihr auch bekommen könnt, wenn ihr nicht in den USA lebt, nicht gemeldet seid, keine Social Security Number habt, könnt ihr mit unserer Hilfe diese Karte auch bekommen. Ihr könnt unten zum Beispiel ein kostenloses Consulting mit mir beantragen und eintragen und dann können wir darüber sprechen, wie wir euch diese Karte ermöglichen. Lasst uns als erstes auf die persönliche Kreditkarte eingehen, die 95 US-Dollar Jahresgebühr nur kostet. Und die gibt einem 60.000 Bonuspunkte bis zu. Wenn ihr 3.000 Dollar Ausgaben habt, in den ersten 3 Monaten bekommt ihr 30.000 Punkte zusätzlich zu den 30.000 Punkten, die ihr bekommt, nur für den Abschluss der Kreditkarte. Wichtig ist, dass diese Punkte in Kategorien sind, die nicht bei Hyatt sind. Das heißt also, die nur einfache Punkte kriegen. Damit hättet ihr dann, wenn ihr 15.000 Dollar ausgegeben habt, nochmal zusätzlich 30.000 Punkte, also 60.000 insgesamt. Achtet auch auf Promotions. Ich habe die höchste, die ich gesehen habe, waren 75.000, sowohl bei der privaten als auch bei der Businesskarte. Es gibt 4 Punkte pro US-Dollar Umsatz bei Hyatt, was schon mal top ist. 2 Punkte für ausgewählte Kategorien. Ausgewählte Kategorien sind zum Beispiel Nahverkehr oder sowas oder Office-Produkte. Also das rotiert bei Chase etwas. Und was auch spannend ist, ist, dass ihr den Sweet Spot bei der Karte habt. Und der Sweet Spot sind 15.000 Dollar Umsatz, weil ihr bekommt bei 15.000 Dollar Umsatz nochmal eine Faster Free Night oder eine Free Night mit der Kategorie 1 bis 4. Und über den Wert sprechen wir nachher, wenn wir bei den Milestone Rewards sind. Wichtig ist auch hier zu erwähnen, dass nach 15.000 in meinen Augen keinen Sinn mehr ist, diese Karte weiter zu benutzen, weil es da keine Vorteile mehr gibt, außer man nutzt sie im Hyatt Hotel. Wir gehen auch nochmal darauf ein, wie viel Umsatz ihr machen müsst, um den Globalist-Status mit der Karte zu bekommen. Die meisten Leute sollten aber sich die Business-Karte holen, weil die wirklich wesentlich mehr Bang for the Buck bringt. Aber am besten und am allerbesten ist die Kombination aus beiden. Ihr könnt auch beide mit unserer Hilfe bekommen. Deshalb lasst uns jetzt nochmal auf die Businesskarte schauen. Die Businesskarte kostet 199 Dollar Jahresgebühr. Interessanterweise, der Willkommensbonus, den gibt es nach 5.000 Dollar Ausgaben in den ersten 3 Monaten. Man bekommt auch hier 4 Punkte pro 1 US-Dollar bei Hyatt, 2 Punkte pro Dollar in den 3 besten Ausgabekategorien pro Quartal. Da ist es also so, dass das nach den meisten Ausgaben geht, nicht so, dass das rotiert, und 1 Punkt pro Dollar bei anderen Ausgaben. Weitere Vorteile sind natürlich, dass ihr den Hyatt Discoveries-Status bekommt. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass es hier so ist, dass man bis zu 5 weitere Mitarbeiter den Status bekommen können. Mitarbeiter kann auch in der Familie sein, können auch Freunde, Bekannte sein. Also es müssen nicht Verwandte sein. Es ist also wesentlich flexibler. Spannend ist hier aber auch zu erwähnen, dass diese Nächte dann nicht zählen. Das heißt also, ihr bekommt, wenn ihr Discoveries habt, keine 10 Nächte gut geschrieben, sondern ihr müsst wirklich trotzdem die 30 Nächte Explorist machen, aber auch zu dem Globalisten. Die Umsätze der Karte zielen leider nicht darauf ab, dass man das bekommt, wenn man die Partnerkarte hat, sondern wirklich nur der Hauptkarteninhaber. Also die Leute, die den Status dann haben, können da dann in meinen Augen den Discoverist mit der Flasche und mit dem kostenlosen Highspeed-Internet nutzen, was durchaus ein Vorteil ist, gerade wenn man, wie ich, in Hotels ist und Uploads und Videos macht, ein Vorteil sein kann. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass man 100 Dollar rückbekommt, also 2x50 Dollar bei Hyatt-Übernachtung als Bonus. Deshalb kostet die Karte dann nur noch 99 US-Dollar pro Jahr. Also das ist ein Riesenvorteil. Wenn ihr wirklich Fragen zur Hyatt-Kreditkarte oder zu anderen amerikanischen Kreditkarten habt,
dann könnt ihr mir gerne auch entweder schreiben auf WhatsApp. Die Rufnummer habt ihr unten, ich kann sie euch nochmal geben. Das ist die 323 und dann muss ich selber wieder ablesen, die 80 und dann FQT-TV, was man dann auf der Tastatur sieht, was dann sich translated oder übersetzt zu 323-80-37-888. Zur Sicherheit habe ich es jetzt nochmal eingeblendet. Vielleicht lerne ich die Rufnummer auch nochmal irgendwann. Also schauen wir uns mal an, wie ihr im Worst-Case-Szenario mit der Kreditkarte euch den Status erkauft, in Anführungsstrichen, ohne dass ihr dort, übernachtet. Genau, ihr kriegt den Status ohne zu beachten, einfach mit der Kreditkarte. Deshalb gucken wir uns die Zahlen mal einfach hier genau an. 30 Nächte braucht ihr für den Explorist. 5 bekommt ihr von der privaten Karte, es fehlen euch 25 Nächte. Heißt also, die 25 Statusnächte teilt ihr durch 2, geht dann, sind dann 13, weil es nicht 12,5 geht, mal 5.000 Umsatz, denn pro 5.000 Dollar Umsatz bekommt ihr 2 Freinächte. Heißt also, ihr müsst diese 5.000 mit 13 multiplizieren, dann sind das 65.000 Umsatz. Das ist schon viel Umsatz, den man privat wuppen muss. Also da gibt es in meinen Augen dann schon die bessere Alternative, die Businesskarte. Und deshalb lasst uns mal in die Businesskarte reinschauen, was es da an Vorteilen gibt, wenn ihr die Umsätze macht oder beziehungsweise wie viel Umsatz ihr braucht, um die Explorist-Karte zu haben. So ist es richtig formuliert. Da gehen wir natürlich auch wieder aus von den 30 Nächten. Auch hier braucht ihr 30 Nächte natürlich für den Explorist. Ihr bekommt ja pro 10.000 Dollar Umsatz 5 Statusnächte. Deshalb teilen wir die 30 Nächte durch 5. Heißt also, wenn ihr diese 30 Nächte durch 5 teilt, dann braucht ihr also 60.000 Dollar Umsatz. Das ist doch mal was, was etwas weniger ist als die 65.000. 60.000 klingt natürlich etwas weniger als 65, ist aber immer noch viel. Deshalb lasst uns das Ganze mal anschauen, wenn ihr beide Kreditkarten habt. Ihr braucht auch 30 Nächte, wenn ihr beide Karten habt. Allerdings ist es so, wenn ihr beide Karten habt, dass ihr dann von den 30 Nächten, die ihr braucht, 5 Nächte abziehen könnt aus der privaten Karte, die ihr einfach bekommt, weil ihr die private Karte habt. Damit fehlen euch 25 Nächte. Diese 25 Statusnächte teilt ihr durch 5, denn pro 10.000 Dollar Umsatz bekommt ihr ja 5 Statusnächte. 25 durch 5 ist 5, also sind das 50.000 Dollar Umsatz. 50.000 Dollar Umsatz ist natürlich auch hartes Brot, aber da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass das schon etwas weniger ist, als wenn wir angefangen haben mit den 65.000. Gucken wir uns gleich in der Tabelle nochmal an. Jetzt sagt ihr natürlich, wie ist das denn beim Globalisten Explorist? Hattest du ja gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt so ein erstrebenswerter Status. Dann schauen wir uns das Ganze mal für den Globalisten an. Beim Globalisten braucht ihr so wirklich 60 Nächte. Und mit der privaten Karte sind das 60 Nächte minus 5, dann fehlen euch 55. Ihr bekommt ja pro 5.000 Dollar bekommt ihr 2 Statusnächte. Heißt also, die 55 geteilt durch 2 sind 28. Auch hier wieder wäre es sonst eine ungerade Zahl. Also muss es 28 sein anstatt 27,5. Also sind das 28 mal 5.000 Dollar. Ihr braucht also einen Umsatz von 140.000 Dollar. Das sind schon krasse Zahlen, wenn man ehrlich ist. 140.000 Umsatz. Aber lass uns mal anschauen, wie es ist, wenn ihr die Businesskarte habt. Auch bei der Businesskarte braucht ihr 60 Nächte. Die teilt ihr durch 5. Das sind 12 mal dann 10.000, weil ihr kriegt ja 5 Nächte pro 10.000 Dollar Umsatz. Das sind dann nur noch 120.000 Dollar Umsatz. Immer noch viel Geld, aber das sieht schon wesentlich besser und auch augenfreundlicher aus mit den 120.000. Jetzt sagt ihr natürlich, ich möchte beide Karten haben. Wie sieht das bei beiden Karten aus? Bei beiden Karten braucht ihr natürlich 60 Nächte wie immer und ihr bekommt dann 5 Nächte Abzug. Diese sind dann natürlich auch zu bringen bei den 5 Nächten Abzug. Das sind 55, weil die kriegt ihr ja von der privaten Karte. Dann teilt ihr die 55 Statusnächte durch 5, weil ihr kriegt ja pro 10.000 Dollar, ich wiederhole es nochmal, 5 Statusnächte. Ja, das sind voll echte Statusnächte. Also braucht ihr 110.000 Dollar Umsatz.
Und so habt ihr natürlich die beste Variante aus beiden Welten. Und ihr seht, mit $110.000 könnt ihr den Globalist-Status bekommen. Das ist jetzt natürlich etwas, wo man der Ehrlichkeit halber sagen muss, das ist das Worst-Case-Szenario. Heißt also, das ist etwas, wo ihr keine Nacht im Hotel seid, keinen Fuß reingebracht habt ins Hotel. Also insofern, wenn ihr Nächte dort verbringt, ist das Ganze sofort reduziert. Und da muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, für 110.000, das macht jetzt nicht wirklich Sinn. Aber wenn ihr weniger Nächte macht und ich sage jetzt mal so, ihr macht 30 Nächte von alleine und würdet den Rest über den Umsatz machen, über die beiden Karten, dann seht ihr ja auch über die Explorist-Variante, wie viel Umsatz ihr nur machen müsst. Und das sollte ja gerade, wenn man ein Kleinunternehmer ist oder wenn man Ausgaben hat, kein Problem sein. Wollen wir uns das Ganze nochmal in der Tabelle angucken. Wenn ihr zum Beispiel AdSpend habt oder auch immer, dann kann man natürlich viele Kosten damit bezahlen. Und ihr könnt natürlich auch die Reduzierung dadurch bringen, dass ihr halt wirklich da übernachtet über die Freinächte. Denn ihr habt ja auch den Free Night Voucher nach einem Jahr von der privaten Karte zum Beispiel. Also, wenn ihr Discoverist werden wollt, dann reicht es schon, wenn ihr die Karte habt. Denn bei beiden Visa-Karten, bei der Firmenkarte und bei der privaten World of Hyatt-Karte, ist es ein Karten-Benefit. Als Explorist für 30 Nächte mit der privaten Karte sind es 65.000, mit der Firmenkarte sind es 60.000, aber wenn ihr beide Karten habt, sind es nur 50.000. Also ihr seht, wie viel ihr damit sparen könnt. Beim Globalisten 60 Nächte ist es halt eine Spanne zwischen 140 und 110.000, die ihr macht. Und da können wir uns nochmal ganz genau angucken, wie es aussieht, ob es Sinn macht. Und ich habe wirklich noch mal als Fazit dazu zu sagen, Explorist ist jetzt nicht wirklich ein Status, wo es sich lohnt, lang zu machen. Vielleicht für die Milestone Rewards, die wir uns gleich angucken, das muss jeder im Einzelfall für sich selber entscheiden. Aber für mich, der als Globalist unterwegs ist, seit 2008, vorher hieß es ja Diamond, ist wirklich das eine Karte, die ich nicht mehr weghaben möchte. Ich habe für meine Firmen, und das ist auch das Schöne bei den Firmenkarten, man kann diesen Bonus mehrfach holen. Heißt also, man kann mit verschiedenen Firmen in den USA die Karte mehrfach bekommen und die Boni bekommen. Macht es absolut Sinn, meine Ausgaben über die Karten zu ziehen und damit dann halt auch den Status zu triggern beziehungsweise einfach die Punkte mitzunehmen, weil ich so viele Nächte in Hyatt Hotels übernachte. Allein jetzt bin ich schon bei 88 Nächte, sogar wenn ich richtig rechne. Und ihr seht das hier an der Einblendung. Also insofern, für mich macht das voll Sinn, den Globalisten zu machen. Und ich würde persönlich auch wirklich auf den Globalisten gehen. Ich habe jetzt sehr viel auch über die Milestone Rewards erzählt. Aber bevor wir darauf hinkommen, gucken wir uns nochmal an, warum willst du unbedingt den Status über Nächte haben und nicht über Umsatz? Und das können wir uns jetzt nochmal genauer angucken, weil wenn wir uns das nämlich angucken, ist es so, beim Explorist-Status, nur als Beispiel, braucht ihr 30 Nächte oder 50.000 Basispunkte. Und wenn ihr auf dieses kleine I bei Basispunkten drückt, dann kommt folgendes Pop-up. Nur Basispunkte und keine Bonuspunkte zählen, um den Mitgliedsstatus und die Vorteile des World of Hyatt-Programms zu erhalten. Basispunkte können durch Ausgaben, die sich für World of Hyatt qualifizieren, gesammelt werden. Das heißt also, ihr bekommt 5 Basispunkte für jeden ausgegeben anrechenbaren US-Dollar. Und jetzt gucken wir uns das Ganze auch nochmal als Tabelle an, denn wir wissen ja, wir können besser gucken als teilweise denken als Männer. Und da ist es so, wenn ihr als Discoverist 25.000 Basispunkte braucht, dann sind das $5.000 Ausgaben im Hotel. 5 Punkte pro Dollar. Die aus den Kreditkarten, die zählen ja nicht. 10.000 für den Explorist und 20.000 als Globalist. Gerade für Firmen ist es einfacher, Geld auszugeben bei anderen Dingen als im Hotel. $20.000 im Hotel auszugeben ist eine krasse Nummer, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also insofern bleibe ich lieber dabei und konzentriere mich hier auf die Punkte, denn die sind wesentlich einfacher zu bekommen und die Nächte, da habt ihr ja meistens schon einen Vorsprung alleine. Das heißt also insofern, es ist am Ende des Tages wesentlich billiger, wenn man das über die Punkte macht. Jetzt natürlich gehen wir auf die
Promotions nochmal ein. Da zeige ich euch einmal eine, die ist jetzt gerade reingekommen. Das ist 2 Night Credits for every night up to 10 nights in total. Man muss sich bis zum 6. Juni 2024 zu registrieren. Und das ist halt eine Targeted Offer. Das ist nicht eine Offer von mir, sondern von einem unserer Kunden. Also das ist etwas, wo man darauf achten sollte, um das nochmal zu beschleunigen. Oder das ist ein exklusives Angebot für die World of Hyatt Elite Stufen. Da kann man nämlich natürlich mit dem Elite Programm großzügige Vorteile bekommen und diese Status-Match nochmal als Fazit durch Übernachtung oder aber auch durch diese Promotions, die ich euch gezeigt habe, wesentlich besser triggern und natürlich auch wesentlich günstiger erhalten. Aber da muss man halt am Ball bleiben und Glück haben, dass man halt gezogen wird. Die eine Offer, die ich euch als letztes gezeigt habe, die ist für jeden offen. Die gibt es auch sehr oft, wie gesagt, für Firmenkunden. Aber dann braucht ihr auch die Firmen-E-Mail. Das heißt also, da ist kein Beschiss. Und ich rate sowieso nie, Hotelprogramme zu bescheißen, weil das am Ende des Tages zu deinem Nachteil ist, zu unserem Nachteil ist. Einmal aus dem Grund heraus, weil alle darunter leiden oder aber auch man selber leidet, wenn man halt erwischt wird. Wichtig an dieser Stelle ist auch nochmal zu erwähnen, dass man bei den Hotels natürlich da schauen sollte, dass man den Status günstig bekommt, aber auf ehrlichem Wege. Hyatt belohnt euch auch mit Milestones. Ich habe jetzt so viel über diese Milestones oder Meilensteine berichtet. Gibt es ja auch bei anderen Programmen, wie zum Beispiel Hilton. Hyatt hat diese jetzt erneuert und hat diese auch verbessert, weil früher war die Liste nur bis 100 Nächte, jetzt geht sie bis 150 Nächte. Heißt also für Leute, die viel in Hotels übernachten, und ihr habt ja selber gesehen, dass ich ja schon im Mai, und wir haben ja heute den 22. Mai, wo ich das aufnehme, 2024, 88 Nächte, und ich bin nicht weit weg von den 150 Nächten, die es dort gibt als Maximum. Und der Top Awards sind die 1 bis 8. Aber lass uns mal mit den Milestones Awards anfangen. Und die Milestone Awards fangen nämlich an bei 20 qualifizierenden Nächten. Und da gibt es 2000 Punkte für die nächsten Aufenthalts bei der Prämie, 2 Clubzugangsprämien und Guthaben für Feinderlebnisse in Höhe von 25 US-Dollar. Ich persönlich würde die 2000 Punkte nehmen beim nächsten Aufenthalt. Denn Clubzugangsvoucher, hey, ich bin Globalist, ich brauche den nicht. Ich habe dafür auch noch keinen Use Case gefunden. Ich habe in den letzten Jahren, wo es die gab, die sind bei mir immer wieder verfallen. Als Covid war, wo man die nicht nutzen konnte, gab es Gott sei Dank Punkte im Gegenzug. Aber das ist halt in meinen Augen etwas, was hier nicht mehr geht. Diese Feindprämie hat auch sein Value, das kann man ehrlicherweise sagen, aber nicht 25 zu 2000 Punkte. Da finde ich, dass die 2000 Punkte mehr Value haben. Deshalb auch nochmal der Hinweis, diese Feindprämie gilt übrigens auch nur für USA. Also da gibt es gar nichts, was man in Europa machen kann. Also da kann man nur in USA was mit werden. Die nächste Stufe, die es dann gibt bei den Milestones, das sind 30 qualifizierende Nächte. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo man auch mit 50.000 Basispunkten bekommen kann. Das ist eine Gratisnacht für Kategorie 1 bis 4. Und wenn man sich die Kategorie 1 bis 4 anschaut, ist das schon relativ cool. Hier auch wieder darüber hinaus 2.000 Punkte Clubzugang oder das Guthaben für die Feind. Da habe ich alles zu gesagt. Auch hier würde ich wieder die 2.000 Punkte nehmen. Und wichtig ist, dieser Club-Voucher, den es da gibt von 1 bis 4, der hat einen Value irgendwo bummelig zwischen 120 und 300 US-Dollar. Wenn man sich das anguckt, es gibt Kategorie 4 Hotels, die halt wirklich so viel kosten. Und da kann man dann wirklich nochmal seine Opportunitätskosten reduzieren, weil man damit halt wirklich Value bekommt. 40 qualifizierende Nächte oder 65.000 Basispunkte, da bekommt man die sogenannte Ehrengastprämie. Und diese Ehrengastprämie, die muss man ein bisschen erklären. Die nennt sich im Englischen Guest of Honor
Und wie ihr vielleicht schon gelesen habt, ist es da so, dass man bis zu 7 Nächte jemandem die Globalist-Status Vorteile geben kann, heißt freies Frühstück und alle Vorteile, die ich euch genannt habe. Das ist etwas, was ich relativ cool finde, weil ich glaube, wenn wir Leuten Erinnerungen schenken, wenn wir Leuten Erlebnisse schenken, ist das etwas persönlicher als Toaster, 100 Euro, 200 Euro auf Hochzeiten, Geburtstagen, sondern einfach ein Ehrengast. Und das ist etwas, was ich bei Hyatt sehr cool finde, dass man diese geben kann. Und ihr werdet sehen, in den Milestones wird es diese noch mehr geben. Ich glaube, ich als Globalist kriege ich grundsätzlich, glaube ich, eigentlich 4 oder sowas. Und man kann diese jetzt einfach weitergeben. Und das ist halt eine sehr, sehr coole Möglichkeit, um Leuten da etwas Persönliches zu geben. Zumal man bei Hyatt auch im Hotel Kuchen oder sonst was bestellen kann. Und in vielen Fällen gibt es diesen auch kostenlos. Ich habe zum Beispiel zum Geburtstag sehr oft von Hyatt eine Überraschung bekommen. In Bangkok habe ich zum Beispiel auch ein Abendessen im Thai-Restaurant, eins der besten in der Stadt, bekommen. Super Erlebnis, also da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das ist schon top, was Hyatt da liefert. Dann weiter gibt es 5.000 Bonuspunkte, Suite Upgrade Prämie oder das Guthaben von 150 US-Dollar. Da muss man natürlich sagen, $150 ist kein Vergleich zu den Suite Upgrade Vouchern, denn die Suite Upgrade Vouchern gehen ja auch bis zu 7 Nächte, dass man dort in der Suite übernachtet oder die 5.000 Punkte. Ich selber habe auch immer so viele Suite Upgrade Voucher, dass ich gar nicht weiß, wo ich hin soll. Deshalb bin ich immer so ein bisschen am Schwanken. Meistens nehme ich die Punkte, aber der Gewinner, wer zum Beispiel keinen Globalist-Status hat, ist die Suite Upgrade Voucher. Denn die Suite Upgrade Prämie bis zu 7 Nächte ist richtig Geld wert, wenn ihr einfach die Differenz zwischen der Suite und dem Standardzimmer seht. Ihr merkt, es gibt bei Hyatt richtig diese Milestone-Vorteile relativ cool. Mit 50 Nächten geht es weiter. Das ist aber relativ langsam und schnell abgearbeitet. Da gibt es 2 Suite Upgrade Voucher und 5.000 Punkte. Auch hier wieder etwas langweilig. Aber auch hier kann man dann kombinieren, dass man, wenn man weiß, dass man so viele Nächte macht, bei 40 die 5.000 Punkte nimmt, wenn man nicht so viele Voucher braucht, weil man beim zweiten Mal 2 Voucher bekommt. Heißt also bei den 50 Nächten, da könnte man natürlich dann so ein bisschen optimieren. Also wenn ihr die Punkte nehmt, nehmt sie bei 40 und bei 50 nimmt ihr die Suite Upgrade Voucher, weil es 2 sind. Also da habt ihr dann wesentlich mehr Bang for the Buck, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Der absolute Sweet Spot sind 60 Nächte, weil dann bekommt ihr den Globalisten. Und wenn ihr den Globalisten bekommt, dann bekommt ihr folgende Vorteile. 2 Ehrengastprämien, 2 Suite Upgrade Voucher, Gratisnacht für die Kategorie 1 bis 7, also nicht nur Kategorie 1 bis 4, sondern 1 bis 7. Und das kann im Zweifelsfall bis zu $800 oder $900 Value haben. Da muss ich euch sagen, zum Beispiel im Alila Encinita, die sind ja jetzt Kategorie 7. Das Ding kostet $800, $900 manchmal und da sind Freinächte frei. Dann wäre man ja doof, wenn man das nicht benutzen würde. Dann lasst uns nochmal über den Hyatt Concierge sprechen. Der Hyatt Concierge klingt toll, ist toll und ich habe auch einen Concierge gehabt, seitdem das Programm in Power ist. Aber ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, egal bei welchem Programm, auch beim Marriott Ambassador oder aber auch beim Horn Circle, bei Lufthansa, ja, ist nett, aber es ist leider immer so, immer wenn man ein Problem hat, dann sind die nicht erreichbar. Wenn man etwas braucht, dann können die auch nicht mehr machen als andere. Deshalb ist das etwas, was okay ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Value so hoch bewerten würde. Was ich spannend finde, ist wirklich, wenn man beim Globalisten halt die Vorteile sieht, wie Loungezugang, Suite Upgrade und so weiter, die ich eben schon genannt habe, dass man damit halt wirklich einen Benefit hat. Der Concierge selber, ja, das ist nice to have, aber jetzt nichts, was überbewertet werden soll. Ihr könnt auch gerne unten kommentieren, was ihr von dem Concierge haltet, wie eure Erfahrungen damit waren. Jetzt geht's natürlich weiter. Wie ich euch gesagt habe, geht's bis 150 Nächte. Und wenn wir weitergehen, dann ist bei 70 bis 80 qualifizierenden Nächten jeweils Ehrengastprämie, die man bekommt. 10.000 Bonuspunkte, Suite Upgrade Voucher oder das Guthaben bei Feind. Und das ist jetzt natürlich wieder etwas langweiliger, wenn man ehrlich ist. Die 300 Guthaben klingen natürlich toll bei Feind, muss ich euch ehrlicherweise sagen, pff, ja,
Okay, aber halt USA. Wenn ihr in den USA einen Use Case habt, hey, take it. Aber für Europa oder jemand, der nicht in die USA fliegt, macht die Prämie keinen Sinn. Auch hier wieder, das Schöne ist an der ganzen Geschichte, dass ihr die 10.000 Punkte nehmen könnt. Das wäre auch meine Wahl, weil ich halt mit den Suite Upgrade Prämien, ja, die sind ganz toll, aber ich werde die gar nicht los. Und deshalb, die Punkte haben für mich wesentlich mehr Value als die Suite Upgrade Prämie. Aber wenn ihr mehr in Suiten abhängt oder wenn ihr dafür Use Cases habt, dann geht's zur Suite. Also da ganz wichtig. Wo es wieder etwas spannender wird, das ist bei 100 qualifizierenden Übernachtungen. Und zwar, da gibt es wieder einen Cartis Voucher für die Kategorie 1 bis 7. Für den Value haben wir ja eben gesprochen. Dann 10.000 Punkte Suite Upgrade Prämie. Und hier gibt es jetzt einen BOGO für Miravel. Und zwar diesen Miravel BOGO Buy One, Get One Night Free. Muss man sagen, Miravel Hotels sind auch schweineteuer, aber sind halt geile Erlebnisse. Und man muss halt auch aufpassen, dass dieser Voucher quasi eine Nacht, die man bezahlt haben muss, beinhalten muss. Und dann kann man die zweite nehmen. Die Rate hat auch so ein bisschen andere Tricks. Also die sind meistens ein bisschen teurer. Aber trotzdem, wer bei Miravel übernachten, Miraval übernachten möchte, der kann da natürlich richtig Geld sparen. Da sollte man dann direkt darauf eingehen. Das wäre in meinen Augen wichtig. Bei den 110, 120, 130, 140 Nächten wird es wieder langweiliger. Da ist mit 10.000 Punkten Suite Upgrade Prämie, Ehrengastprämie vorher und natürlich nochmal Miravel Extranachtprämie. Und für jemanden, der bei Miraval übernachtet, ist das natürlich geil. Aber auch hier müsst ihr dran denken, ihr könnt natürlich bezahlte Nacht, Freinacht, BOGO, bezahlte Nacht, Freinacht, BOGO, ihr könnt das aneinander schieben und da habt ihr natürlich Riesenersparnis, aber trotzdem, es ist halt viel Geld. Also für jemanden, der diesen Statuslevel hat, macht das vielleicht Sinn, das zu machen. Und ich muss euch sagen, mir brennt es unter den Fingernägeln nach Arizona zu gehen. Aber es ist halt wieder wesentlich langweiliger. Für die anderen rechnen sich die Punkte mehr. Und Ehrengast, so viele Ehrengäste kenne ich gar nicht. Das wird ja mittlerweile zwei- oder dreistellig fast, wie gefühlt, wie viele man da bekommt. Also insofern, ich würde hier für die 10.000 Punkte gehen. Aber wenn ihr 150 Nächte geschafft habt, ihr quasi den Endgegner geschafft habt, dann gibt es etwas richtig Geiles. Das richtig Geile ist bei 150 qualifizierenden Nächten die sogenannte ultimative Gratis-Nachtprämie. Und zwar bis Kategorie 1 bis 8. Einem All-Inclusive-Resort der Kategorie A bis F oder einem Miraval-Resort. Das heißt also, ihr bekommt bei Miraval eine kostenlose Freinacht. 10.000 Bonuspunkte könnt ihr aussuchen. Die Miravel Extra oder Miraval Extra Nachtprämie wieder und die Suite Upgrade Prämie. Also die Kategorie 1 bis 8 Voucher, das ist etwas, was richtig geil ist. In meinen Augen sollte der Kategorie 1 bis 7 Voucher komplett tot sein. Weil als die eingeführt worden sind, gab es nur Kategorie 1 bis 7. Jetzt gibt es Kategorie 1 bis 9. Ja, also es gibt auch Hotels, die man gar nicht mehr bekommen kann, die zum Beispiel gar nicht gebucht werden können über Voucher oder über Punkte, weil die halt irgendwie so viele Termine haben, wo man Blackout-Dates, wie das so schön heißt, hat. Also insofern, Endgegner ist wirklich die 150 Nächte und bei 150 Nächten könnt ihr dann natürlich den vollen Luxus genießen. Jetzt fragt ihr euch, macht es Sinn, das Ganze? Macht es Sinn, bis zu 150 zu gehen? Und wie ich schon anfangs sagte, bis 60 Nächte würde ich pumpen, wenn ich nicht die Umsätze eh mache oder wenn ich nicht ein High Spender bin bei Hyatt in Form von Punktenächten. Heißt also, wenn ich die Umsätze eh mache, wenn ich die Umsätze quasi nicht verhindern kann und viel bei Hyatt übernachte, dann würde ich die Punkte nehmen. Ansonsten würde ich aber die ganze Sache umändern. Ich würde dann zum Beispiel bei meiner Credit Card Journey in den USA vielleicht auf die Chase Kreditkarte das ziehen, denn die Ultimate Rewards sind natürlich auch geile Punkte, weil die ähnlichen Wert haben wie American Express. Und im Zweifelsfall, wenn ihr das über die Karte zieht und ihr die Nächte nicht mehr braucht, die Punkte könnt ihr trotzdem 1 zu 1 rüberziehen. Und es gibt viele Kategorien, die bei der Chase
Sapphire-Karte und so weiter bei der Inc., die da Mehrfachpunkte ziehen, die bei der Chase World of Hyatt Business oder privaten Karte keine Mehrfachpunkte hinter sich ziehen. Also da kann man dann wirklich nochmal mehr Punkte bringen und kann diese dann auch zu Hyatt schieben, wenn ihr euch nicht sicher seid. Oder ihr schiebt das auf die Amex für die Delta. Da könnt ihr den Delta-Status bekommen. Heißt also, hier habt ihr auch wieder Möglichkeit zu diversifizieren. Und das ist genau der Key der Sache. Diversifikation. Sich alleine auf Hyatt zu stürzen, sich alleine auf eine Hotelkette zu stürzen, und ihr seht ja, welche Kreditkarten ich habe, ist doof. Also insofern, da meine Empfehlung ist, wirklich bei 60 aufzuhören, wenn ihr nicht eh die Umsätze bringt oder wenn ihr eh Umsätze bringt, die astronomisch sind, wo es egal ist. Ich kenne Leute, die machen Adspend im siebenstelligen Bereich, die pumpen das durch, da pumpst du halt deine 150 Nächte über die Karte, was nie im Hyatt, hey toll. Aber die Punkte haben natürlich einen Wert. Und da sind wir schon bei dem Thema, bei dem Punktewert. Und der Punktewert ist bei der Kategorie 1 bis 7, den wir uns angucken können, bei einem Standardzimmer 3.500 bis 6.500 pro Übernachtung, als Standard 5.000 Punkte. Und das wäre zum Beispiel das Hyatt Place am Frankfurter Flughafen, muss man ganz ehrlich so sagen. Oder aber man geht dann in die Top-Kategorie 8, 40.000 im Standard, 35.000 in der Nebensaison oder aber in der Hochsaison. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, man könnte auch zum Beispiel Club, Standard Suite oder Premium Suiten nehmen. Aber da habe ich euch ja gesagt, da würde ich lieber mit Suite Upgrade Vouchern operieren oder aber gar nicht. Also ich würde die nicht auf Punkte nehmen, weil es einfach zu teuer ist in meinen Augen. Also da, wenn ihr dieses machen wollt, nehmt Suite Upgrade Voucher. Und das Schöne bei den Suite Upgrade Vouchern bei Hyatt ist ja, dass die Voucher wirklich garantierte Suiten sind. Das ist nicht so wie bei Marriott, wo man sagt, hey, ich würde den gern bringen. Sondern bei Hyatt ist es wirklich so, die werden dann einfach bestätigt, solange eine Standard-Suite frei ist. Und sehr oft ist es so, dass ihr dann keine Standard-Suite bekommt, sondern teilweise bessere Premium-Suiten bekommt, gerade als Globalist. Auch nochmal ein Hinweis ist Hyatt Privé. Ihr könnt mit Hyatt Privé, wenn ihr keinen Status habt, statusähnliche Vorteile bekommen. Early Check-in, Late Check-out, Frühstück, Zimmer-Upgrade und. Wenn ihr Fragen zu Hyatt Privé habt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich kann euch da auch gerne die Raten geben und kann euch da wirklich auch die Vorteile nochmal erklären. Auch hier wirklich einfach kontaktiert mich bei Fragen, Sorgen, Ängsten oder Nöten. Wichtig ist auch, wenn ihr den Status erreicht habt, dass ihr auch alle Vorteile nutzt, die es gibt. Deshalb würde ich die nochmal zusammenfassen. Und die Vorteile, die ihr bei Hyatt habt, sind wirklich phänomenal. Und zwar ist es so, dass ihr wirklich die Vorteile genießen sollt. Resortgebühren werden erlassen bei Prämienaufenthalten. Gilt für alle Mitglieder des Programms. Mr. and Mr. Smith Vorteile, die könnt ihr auch holen, aber da habe ich ja meine warmen Worte zu gesagt. Als Discoverist, und der Status macht durchaus Sinn, wenn ihr viel auf Reisen seid, mit der Flasche Wasser, mit dem Highspeed-Internet, solltet ihr vielleicht auch einfach sagen, das reicht mir vielleicht, wenn ihr nicht so oft bei Hyatt übernachtet. Als Explorist hättet ihr dann Upgrade auf Suiten, aber auf jeden Fall nicht wirklich auf die Suiten, sondern nur auf bessere Zimmer. Das hatte ich ja schon gesagt. Denn erst ab Globalist habt ihr das wirklich auf Zimmer-Upgrades, auf Suiten. Ihr habt die Resortgebühren, die erlassen werden als Globalist. Heißt also, ihr zahlt nie Resortgebühren, also diese Junk-Fees gibt es einfach nicht. Achtet aber auf der Rechnung darauf, dass diese auch nicht geschrieben werden oder drauf sind, und moniert es direkt. Zimmer-Upgrades sind halt wirklich bei Globalisten nicht ungewöhnlich. Ich selber habe zum Beispiel eine Presidential Suite gehabt in Kuala Lumpur oder aber auch in Berlin. Nicht die Daimler und die Maybach Suite, aber die anderen, die da drunter, selbes Layout. Wichtig ist auch als Globalist der Vorteil, in die Suiten, nicht nur in die Suiten zu kommen, sondern Early Check-in, Late Check-out. 16 Uhr ist garantiert als Check-out. Lounge-Zugang. Die Lounges haben halt wirklich in meinen Augen ein richtig geiles Bonus. Und zwar, das Essen in der Lounge ist schöner, wenn man alleine ist, weil in Restaurants esse ich nicht gerne.
weil ich immer das Gefühl habe, ich sehe aus wie so ein Tinder-Date, was nicht abgeholt worden ist, wenn ich da alleine bin. Weiter ein Vorteil ist natürlich auch Parken, wenn ihr auf den Nächten unterwegs seid. Gerade da gibt es Vorteile. Und ihr habt natürlich Guest of Honor. Und als Guest of Honor kriegt ihr auch sogar noch eine Statusnacht gutgeschrieben. Egal wie viele Nächte, wenn die 5 Nächte sind, kriegt ihr eine Statusnacht gutgeschrieben für euren Guest of Honor, den ihr vergeben habt. Also insofern könnt ihr da wirklich nochmal partizipieren. Denkt dran, diese Boni auch zu nutzen, weil sonst macht der Status keinen Sinn. Jetzt fragt ihr, was ist der Wert von einer Meile? Was ist der Wert von Status? Ich persönlich bewerte den Statuswert irgendwo knapp um die 5.000 Euro von Hyatt durch die Suite Upgrades, durch den Value, den man bekommt mit den Lounge-Zugängen und. Das kann für den einen oder anderen sogar wesentlich mehr sein, wenn man das wirklich benutzt. Gerade je nachdem, wo man lebt und dann mit Punkten bezahlt und dann das Parken nicht bezahlen muss. Und wenn die Lounges teuer sind, Gott sei Dank nicht in astronomischen Höhen, wie zum Beispiel bei Ritz-Carlton für 250 Dollar die Nacht plus Steuer. Aber trotzdem, ein Loungezugang kann gerne mal 50, 60 Euro, Dollar kosten. Und dann könnt ihr selber ausrechnen, wie viele Nächte ihr dort verbringt und dann das Ganze gekostet hat. Oder aber auch die Zimmer-Upgrades. Das sind alles Sachen, die einem Vorteile bringen. Die Freinächte muss man ja auch einrechnen, die es einfach gibt mit 30 Nächten, mit 60 Nächten oder dann auch bis 150 Nächte hoch, x-fache Freinächte. Also insofern 5.000 ist der Richtwert. Dann, wenn ihr den Punktewert seht, ihr könnt einfachst 2 Cent pro Punkt zurückholen, mindestens bei Hyatt. Also das sind Sachen, wo ich auch schon mehr gesehen habe. Also da gibt es in meinen Augen viel Potenzial zu heben. Jetzt wisst ihr, wie ich den Value sehe vom Status. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich am Ende als Fazit fragen lässt, macht der Status Sinn? Und da hängt es ab von 3 Dingen in meinen Augen. Opportunitätskosten, dann weiter welche Ziele und vor allem wie viel man reist. Fangen wir mit dem, wie viel man reist, an. Wer wirklich 40, 50, 60 Nächte pro Jahr reist, der kann problemlos bei Hyatt Globalist werden. Gerade auch mit der Kreditkarte. Ich würde mich halt, wie gesagt, nicht auf eine Hotelkette festlegen. Dann weiter ist das Thema natürlich, wenn man sich auf eine Hotelkette festlegen möchte bei Hyatt, kann man machen, aber macht es wirklich nicht. Geht weiter auf Hilton, diversifiziert mit Kreditkarten, dann habt ihr in Städten nämlich auch Optionsmöglichkeiten. Und jetzt kommen wir zu den Opportunitätskosten. Heißt also, bei den Opportunitätskosten seid ihr Leute, die wirklich viel in Hotels übernachten, die im Luxussegment sind. Gerade dann macht es Sinn. Oder aber die Hotels an Locations sind, wo ihr zum Beispiel irgendwo anders übernachten müsst. Ich bringe jetzt mal ein krasses Beispiel. Wenn ihr in Hamburg übernachtet, da gibt es ja kein Hyatt-Hotel mehr. Ich weiß jetzt, ich glaube, es gibt ein Lindenhotel. Aber gehen wir davon aus, da wird es keins geben. Man müsste in Berlin übernachten, um da mit dem Zug zu fahren. Dann ist die Zugfahrt Opportunitätskosten. Heißt also, eure Ziele sollten schon mit Hyatt übereinstimmen, grob. Dass ihr dann wirklich in andere Städte fahren müsst und Kosten habt. Also das sind alles Dinge, die ihr beachten solltet. Und wenn ihr dann nochmal hinkommt auf die Reiseanzahl beziehungsweise auf die Ziele, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wo man sagt, hey, ich will auf die Malediven. Ja, denkt dran, die Malediven sind teuer, ihr müsst mit dem Flugzeug zur Insel. Also die kosten nochmal 500 Dollar und mehr, wenn man keine Bootsfahrt machen will. Also insofern, das sind die 3 Themen. Deshalb wiederhole ich nochmal, wie viel du reist, deine Opportunitätskosten und natürlich ganz wichtig, welche Ziele man da hat. Und wenn man diese 3 Dinge für sich beantwortet hat und sagt, ja, das habe ich alles, so wie du es erzählst, dann ist der Globalist in meinen Augen wirklich der interessante und spannende Part. Ich danke euch, dass ihr es bis hierher geschafft habt und wirklich bis zum Ende geschafft habt. Heißt also, dass ihr wirklich Interesse an Hyatt habt und auch an den Status-Hacks und auch mit dem Travel-Hacking 2.0. Da denke ich, dass ich euch, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, gerne nochmal persönlich was erzählen kann. Wenn ihr zu Kreditkarten die Frage habt, schreibt mir natürlich, kommentiert
und vor allem kommentiert, welche Themen ihr haben wollt. Hier könnt ihr bestimmen, in welche Richtung der Kanal geht, denn der Kanal wäre ohne euch nichts. Und deshalb möchte ich solche Themen für euch aufarbeiten und möchte mit eurer Hilfe diesen Kanal weiterbringen. Deshalb kommentiert rege, schreibt mir auf WhatsApp und die Rufnummer, ich weiß nicht, kriege ich die jetzt aus dem Kopf heraus? Ich glaube nicht, aber ich habe es mir ja einfach merken können. 323 80 und FQT TV. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Wenn es falsch war, ist es auf jeden Fall richtig eingeblendet. Also, ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber schreibt viel und ich habe das jetzt geschafft. Wir haben schon 7.20 Uhr. Also insofern, die Sonne hat es nicht geschafft, bis um die Ecke zu kommen. Aber ihr seht, sie strahlt mir ins Gesicht. Herrlich, es ist ein wunderschöner Morgen. Über eine Stunde hier aufgenommen. Wenn ihr seht, wie viel die Sendung gekürzt ist, dann merkt ihr, wie viel Arbeit das ist. Und heute haben wir den 22., wo ich es aufnehme. Und es wird 2-3 Tage im Schnitt brauchen und ein bisschen in der Aufbereitung. Also insofern, ich entlasse euch auch wieder mit dem Abspann hier etwas anders jetzt. Aber insofern auch mit schöner Musik und ich glaube, ihr kommt in Stimmung. Ich zähle auf euch, ich danke euch und bis bald, bis zur nächsten Sendung. Und je nachdem, wann ihr das seht, zögert nicht, mich zu kontaktieren. Also danke und bis heute Abend vielleicht.